Weihnachten mal auf dem Mond feiern. Was ist das denn? Im Bauch! Was mag das sein? Boah, ich werd ja nicht. Das ist ja das aus der Zeitschrift. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den ersten Preis in unserem Preisrätsel gewonnen. Ein Schnupper aus Astronautentraining mit der Option, mit einem Partner Ihrer Wahl auf den Mond zu fliegen. Boah, toll. Wer stört? Oh, hallo Hugo. Hallo Kai, was findest du? Ich muss doch mal was erzählen. Ich habe ganz tolle neue Jobs. Ich habe gewonnen. Gewonnen? Wir haben noch gar nicht gewettet. Und außerdem wette ich mit dir. Nee. Oh, nun fahre ich mal runter. Dieses Jahr brauche ich auch keinen lebenden Weihnachtsbaum. Oh ja, Gott sei Dank. Das wäre ja noch schöner. Das war ja ganz schön heftig, Sturmholz, ne? Sag bloß, du nimmst mir das immer noch krumm. Das war doch deine Idee. Selber schuld. Ja, schon. Aber wie gesagt, ich mach das ja bei Kompon-Schmuck-Wettbewerber mit und wette durch alle, vor allem mit dir, nee, aber das habe ich bei dem ja auch was viel Besseres. Ich habe gewonnen. Gewonnen. Du will ich doch bloß wieder mit irgendeiner so Sau-Doofe. Sag ich mir doch, das Klackeis führen. Nein, hier steht's. Noch ist es Zukunftsmusik, aber schon 2025 kann es weit sein. Die erste Reise auf den Mond. Und schon jetzt haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Ach, Weihnachten auf Mond oder was? Oder wie? Ein Weihnachtsgeschenk aus Mondgestein. Ach, das ist nicht lach. Das ist nicht witzig, das ist ernst. Ich bin's, der Ernst ist im Urlaub. Oh, zieh das doch nicht ins Lächerliche. Ja, und was hab ich gewonnen? Natürlich das Astronautentraining bei der ESA in Köln. Ach. Da habe ich jetzt nicht das Teil gemacht. Und wann soll das Ganze reinkommen? Warte mal. Vom 16. bis zum 30. Dezember. Was? Wie war der Feiertag? Das kann doch jetzt ja ganz klein gemacht. Ach, da steht's tatsächlich. Darauf müssen wir anstoßen. Ich hole den Zerfekt. Mensch. Was steht denn da noch? Es wäre halt schon gut, wenn man das Glockentuch da lest. Also wenn der wisst, was er in Wirklichkeit gewonnen hat oder auch nicht. Aber Astronautentraining kriegt er auf jeden Fall. Jetzt stoßen wir erstmal. Ach ja. Jo. Prost. Bis später. Ja, bis später.
Toll. Ich stehe hier rum. Keiner da. Na, wo ist denn jetzt dieses Training? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ist hier niemand? Komisch. Hallo? Merkwürdig. Mensch, oh, wo bleibt das? Das ist ja unglaublich. Stiefel bestellt und rachelt. Oh, da kommt jemand. Oh. Hallo. Ich bin gleich bei Ihnen. Man nennt doch alles das. Wie an dir. Aha. Das sieht ja aus wie ein Malerkittel. Das sind die Sachen für das Training. Sie sind noch da. Der eine, die wollen ja, noch ja, ja. Jetzt sind die andere Teilnehmer, die fast wenig ist leider, ne? Die haben gesagt, es dauert noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis die kommen. Ne? Aber genau, sie können wieder zum Martium, passt hier gut, ne? Ja, sagen Sie mal, wofür brauchen Sie eigentlich die Kamera? Ja, wissen Sie, die Sponsoren, ne? Die können leider nicht kommen heute. Ne? Aha. Und dafür müssen Sie jetzt alles filmen? Ja, das ist ein Probetraining heute. Ne? Heute kommen ja insgesamt 10 Teilnehmer. Aha. Und, ja, und man froh, die gewinnen dann das Haupttraining. Da bin ich auf jeden Fall ja zu diesen beiden Zweien. Ja, die Anzüge da, ne, ich würde fristig trennen, die sind ja sehr, sehr teuer. Ne? Ach. Ja, ja. Hallo? Das ist so geschickt. Und die kriegen dann so ein riesiges Maßanzug. Ja, der ist jetzt aber nicht die beste Qualität hier. Das ist ja erst noch für den Probetraining. Ach, für das Probetraining. Ja. Ich mach mal was mit. So. Und was machen wir jetzt? So. Ja, jetzt fangen wir erst mal an mit mindestens 10 Kniebeugen. Gar nicht so einfach in dem Anzug. Oh. Ja. Können wir nicht mal was Einfacheres machen? Oder ein Pause? Gar nicht. Dann kommt das mal weiter. Mindestens 10. Kniestütze auch in dem Anzug. Aber Sie können ja erst mal den Moonwalk machen. Moonwalk? Ja. Ich bin doch nicht Michael Jackson. Nee, ich meine, wie man sich da mit auf dem Mond bewegt. Also, Sie müssen ja wissen, da haben Sie nur noch ein Siebtel vom Gewicht wegen der geringeren Anziehungskraft. Ja, gut so. Ja, gut. Und alles echt super, muss ich schon sagen. Ja. Was muss ich noch machen? Ach, da steht noch ganz viel auf der Liste drauf. Da gibt es beispielsweise den Sternen 2 und. Ja, gut. Da sind noch gar nicht so viele. Man hat 15 verschiedene Sachen, das noch. Aber ich lasse Ihnen jetzt die Liste da. Ich gehe mal raus und gucke, wo die anderen Teilnehmer bleiben. Und wir alle zusammen richtig trainieren. Okay? Bis dann. Ja, danke. Jo. Was ist das hier, was ich gerade mache, wenn es kein Astronautentraining ist?
Du bist hier live in der Sendung. Edge, Edge, Neidfalle. Ich habe gerade von eurem Job erzählt, ne? Ne? Ja, und da bist du jetzt, ja? Die von Sandhausen TV, die waren ganz begeistert von meinem Talent und vor allem, wie ich dir dann gesagt habe, dass ich ankleide, als ich die Studio-Gastparat habe. Hugo, das zahle ich dir ein. Ich habe trotzdem weggeschickt. Ich bin schön. Oh. Na, das ist mein Geld. Ich werde aufmachen. Das ist da. Oh. Nee. Das ist ja ein. Ein Weihnachtsbäumchen. Ja, das ist ja ein Slava-Krieg, oder? Was ist das für ein Geschenk? Ja, das ist ein Geschenk als Neigelegter. Oh, tja. Okay. Gut reingelegt, hätte ich dir mal gar nicht zugetraut. Jetzt machen wir wirklich gut. Ja, okay, Weihnachten auf dem Mond wäre jetzt auch nicht so eine tolle Idee gewesen, das gebe ich zu. Das ist aber jetzt, ne? Und dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Darf ich mal einlegen? Bitte, jetzt machen wir es doch mal weihnachtlich. Jedes Jahr eine Steigerung. Vielen Dank.